Hallöchen und herzlich willkommen, lieber Fisch. Ich grüße dich hier zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist für ein neues Wochenorakel. Wir schauen in deine Woche vom 4. bis 10. November 24, die erste Novemberwoche im Jahr 24, die erste vollständige Novemberwoche. Was darf gehen, was darf kommen, was darf bleiben? Mach es dir schön, mach es dir gemütlich, hol dir was Leckeres zu essen und zu trinken, aber eher in Snackform, denn es wird wieder ein Kurzorakel, dafür aber wenigstens für jedes Sternzeichen. Hat euch das letzte Mal aber sehr gut gefallen, deswegen dachte ich, da setzen wir nochmal wieder an, okay? Ja, in dem Sinne, vielen Dank auch nochmal für eure lieben Wünsche bezüglich meiner Renovierungsarbeiten hier. Es ist bald geschafft, es ist bis Ende November noch, das heißt den Monat jetzt nochmal durchbeißen, durchhalten und dann ist das auch soweit erledigt, okay? In dem Sinne, ich würde sagen, wir legen los, wir starten genau jetzt. Wenn du den Fisch im Sonnenmond, Aszendenten oder der Venus hast, bist du hier herzlich willkommen. Aber auch wenn du für ein Gegenüber schaust, mach es dir gemütlich. Ich verlinke dir alle meine Kartendecks unterhalb des Videos und werde hier ja, mal starten mit den Orakelkarten The Map, die Weisheitskarten der Seele von Colette Baron-Reed. Da haben wir die Vereinigung. Okay, Vereinigung. Wir machen weiter mit dem Tarot de la Nuit. Ich mische einmal durch. Das habe ich natürlich auch schon vor dem Video gemacht, aber der Korrektheit halber, der Vollständigkeit halber mache ich das hier jetzt auch nochmal, bevor ich dann von oben auf die Karten abdecke. So, da gehen wir mal rein. Klären werde ich hier, da mischen wir auch schon mal, mit dem Florales Lenormand von Chrysandra. Damit klären wir dann die Wochenenergien für die, ja, die Impulse, die wir von Anfang, Mitte und Ende der Woche erhalten. Okay, so. Die Karten legen wir auch beiseite. Dann geht's los. Die Wochenenergie sind die drei der Kelche. Montag bis Mittwochmorgen haben wir den König der Kelche. Mittwoch bis Freitagmorgen haben wir die vier der Schwerter. Und Freitag bis einschließlich Sonntag haben wir den König der Münzen. Zwei Könige in einer Woche. Das kann nur gut werden, liebe Fische. Ich sage euch das. Okay, weil Könige versprechen ja immer viel Unterstützung, viel eine starke Schulter, also jetzt gar nicht so ganz traditionell, doch traditionell, liebe Leute, wir sind hier beim Tarot, also hin oder her. Ne? Also der König ist eine starke Schulter, ist eine Unterstützung, das heißt, du darfst hier auf jeden Fall auf Unterstützung und jede Menge Engagement hoffen. Okay, wir gehen rein, wir starten mit dem Orakel, das ist die Vereinigung. Mit wem wirst du denn wieder vereint, lieber Fisch? Wir haben die Nummer 8, die 8 ist die Kraftkarte. Und die 8, ja, das ist die Karte des Mutes, der Stärke und der Selbstsicherheit. Das ist die Löwenkarte. Vielleicht hast du den Löwen sogar im Horoskop als Aszendenten, als Mond oder in der Venus. Ne? Vielleicht guckst du ja auch hier gerade, oder du hast den Fisch in der Venus und hast den Löwen irgendwo. Der Löwe könnte eine Rolle spielen. Es geht auf jeden Fall darum, dass hier mit der Vereinigung alles an Liebe hier gezeigt werden darf. Ne? Also es kann tatsächlich für eine Vereinigung bei einigen stehen, weil wir haben auch die drei der Kelche. Ne? Drei der Kelche, das heißt, hier vertieft sich möglicherweise eine Beziehung, eine Verbindung. Die Vereinigungskarte steht aber auch allgemein dafür, dass die Liebe in dir ne, an Fülle, an Vollständigkeit gewinnen darf. Wie klärt sich, ach nee, sorry. Doch, wie klärt sich die drei der Kelche? Ich dachte gerade, ich wollte die klären. Die drei der Kelche klärt sich mit der Königin, schon wieder eine Königin, liebe Leute, mit der Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist die Königin des Feuers. Ich habe gerade schon von Löwe hier gesprochen. Ne, also Feuerelement. Vielleicht hast du hier eine Reunion, eine Wiedervereinigung mit wirklich Löwe, vielleicht aber auch Widder und Schütze, mit einer Königin der Stäbe. Diesmal wird sich diese Verbindung aber vertiefen. Wenn es bei dir keine Person ist, kein Gegenüber, von dem ich hier gerade die ganze Zeit spreche, dann ist es so, dass du sehr engagiert ein Gespräch, eine Verbindung, dass du auf die Beziehung, auf die Treffen, die du in der Woche hast, legst du viel Wert auf Tiefgründigkeit. Das tust du wahrscheinlich auch so, aber diese Woche ist es besonders wichtig, weil du mit dir dich sehr angekommen fühlst. Du hast die Kraft inne, ne? Du bist mutig, du könntest dementsprechend diese Woche dich auch mal trauen, vielleicht Themen anzusprechen, die du vielleicht sonst eher so ein bisschen unter Verschluss hältst. Ne? Also hier kriege ich viel Mut, viel Stärke und emotionale Transparenz von deiner Seite rein.
Der König der Kelche, das ist der König, ne, zum Wochenanfang, Montag bis Anfang Mittwoch. Das ist derjenige, der dich unterstützt in Sachen Emotion, Gefühle, Beziehung, was auch immer. Dazu haben wir die 7 der Münzen. Bei den 7 der Münzen, ne, das ist ein bisschen die Black Swan-Karte, finde ich. Bei den 7 der Münzen geht es ja auch um die Analyse, ne, um diese langsame Fortbewegung in einer Sache. Hier wächst etwas, hier wächst und gedeiht etwas. Du hast möglicherweise viel und hart an dir gearbeitet, an deiner mentalen Stabilität. Und das Ganze wird hier entweder von einer außenstehenden Person weiter unterstützt, dass du das Wachstum in dir selber spürst, das mentale, das emotionale Wachstum. Aber auch hier könnte es sein, dass du eine Zusammenarbeit mit einem anderen Wasserzeichen oder jemand, der emotional reif ist, vielleicht sogar reifer auch als du. Weil König, das ist in dem Sinne Endlevel, ne? Also jemand, der wirklich sehr bei sich ist, sehr ruht. Und da könnte das für eine erfolgreiche und wachstumsreiche Zusammenarbeit stehen. Wir klären mit dem Lenormand, das ist der Sarg. Hier kommt ein Wandel, ein Wendepunkt. Ne? Hier wendet sich etwas, das Blatt wendet sich. Der Sarg steht natürlich zum einen für den Abschied, zum anderen verändert er aber auch etwas. Er setzt quasi etwas Neues frei, ne? Einen neuen Abschnitt, einen Wandel der Zeit. Mitte der Woche haben wir die 4 der Schwerter in Kombination mit dem Pagen der Kelche. Der Page der Kelche, das ist der Träumer, ne, das Träumerchen unter den Pagen. Ja, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, du ziehst dich Mitte der Woche einfach so ein bisschen zurück. Ne? So Mitte, also Mittwoch bis Anfang Freitag vielleicht. Wenn du Möglichkeit hast, im Homeoffice zu arbeiten, empfiehlt es sich da vielleicht wirklich ins Homeoffice zu gehen. Du bist einfach so ein bisschen verträumt und überlegst auch so ein bisschen übers Leben nach. Du ziehst Rückschlüsse aus dem, was du erlebt hast. Das Ganze äußert sich mit dem Kind. Ne? Vielleicht wendest du dich auch deinem Kind zu oder das Kind in dir bekommt besonders viel Pflege. Ne? Inneres Kind, innere Kindheilung. Das Kind im Allgemeinen steht im Lenormand, aber auch für den Neuanfang, für einen Neubeginn, über den du jetzt nachdenkst, für den du dich aber auch gerade so ein bisschen ausruhst. Du kommst zur Ruhe, du ziehst dich zurück, du bleibst bei dir. Ende der Woche, Freitag bis einschließlich Sonntag, haben wir, wie ihr anfangs erwähnt, den König der Münzen liegen. Der König der Münzen ist der König der Materie, der König der Stabilität in Kombination mit dem Ass der Schwerter. Dir wird etwas klar. Dir wird etwas klar, dir wird etwas über deinen Status klar, über deine Wertigkeit, über dein Auftreten und natürlich auch über deine Finanzen möglicherweise. Der König der Münzen kann natürlich für Klarheit sorgen. Das heißt, das kann ein Gegenüber sein, ein Berater, ein Finanz- oder Versicherungsberater, jemand, der sich einfach mit der Materie sehr gut auskennt und der dir mit dem Ass der Schwerter Klarheit verschafft. Du bist klar nach diesem Gespräch zum Ende der Woche. Vielleicht hast du ja wirklich Freitag nach Feierabend, sagst du, ach komm, mach ich nochmal eben den Termin, meine Bank ruft mich eh schon seit Wochen an und dann wird Klarheit verschaffen oder verschafft man dir Klarheit. Ja, der Herr, es ist hier ein Gegenüber, es ist hier irgendwie ein, vielleicht hast du auch mit einem Erdzeichen zu tun, ne? Steinbock, Stier, Jungfrau und mit dem bekommst du jetzt Klarheit. Dieser Mensch verschafft dir Klarheit über eure Situation, über eure Beziehung. Ne? Ihr seid alle in individuellen Prozessen, kann dann auch hier mit den 3 der Kelchen ein Indiz dafür sein. Vielleicht ist dieser jemand auch vergeben und das wird dir jetzt klar. Dieser jemand ist anderweitig verbunden, kann in einer Beziehung, kann aber auch einfach vergeben sein, ja, weil du überlegt hast, ihr wollt zusammenarbeiten, der ist aber schon einem Arbeitgeber, einem Unternehmen zugeschrieben. Also Klarheit auf ganzer Ebene, das ist schon mal sehr schön zum Ende der Woche. Und wenn du dieses Orakel freisprechen, aktivieren möchtest, lieber Fisch, würde ich sagen, hinterlass mir doch einfach ein Herz. Weil wir haben hier die Vereinigung, wir haben hier die Liebe liegen, ne, in dem Sinne gerne das Herz. Dann aktivierst du das Orakel, aber auch so freue ich mich natürlich auf Kommentare oder gefällt mir Angaben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Eure Janina. Ciao.